bin heute in die Sendung gekommen. Spielsatz-Sieg. Ja, das gleich dazu, dazu auch einen selbstkritischen Satz, ehrlich gesagt. Ich bin heute in die Sendung gekommen, um mit Ihnen mein Mitgefühl mit Boris Becker zu teilen. Für mich ist Boris Becker deutsches Kulturgut. Und mit Kulturgut geht man pfleglich um. Ich finde, wir haben die verdammte, oder besser gesagt die heilige Pflicht, Boris vor den Folgen seines Ruhmes in Schutz zu nehmen. Dieses ganze Land hat kollektiv von Boris Becker Besitz ergriffen, als er mit 17 diesen historischen Wimbledon-Sieg errungen hat. Er wurde zu unser aller Adoptivsohn und jetzt haben wir eine Fürsorgepflicht für diesen Adoptivsohn. Wir haben dadurch, dass wir ihn so hochgejubelt haben, alle dazu beigetragen, dass er als junger Star den Bezug zur Realität verloren hat und dadurch verbietet sich jetzt jede Häme. Ich fordere Solidarität. Am liebsten wäre mir ein Auslieferungsgesuch an Großbritannien. Boris hat es nicht verdient, 2,5 Jahre in diesem abscheulichen mittelalterlichen Knast in London Wandsworth zu schmachten. Er soll an uns überstellt werden, damit er 2,5 Jahre auf Staatskosten in einem deutschen 5-Sterne-Hotel eingesperrt wird. Im Adlon. Ja. Gerne, er kann auch eine Fußfessel bekommen. Und jetzt zu was Sie gesagt haben, Spielsatzknast. Ich habe mich an dem Tag, ich bin ja treuer, loyaler Redakteur der Bild-Zeitung. Ja. Aber ich habe mich an diesem Morgen richtig geärgert über unsere Schlagzeile Spielsatzknast. Ich fand, das war hämisch und habe mich dann gefreut, dann auf Seite 2 den empathischen Kommentar von Franz Josef Wagner zu lesen, der ihn seitdem er 17 Jahre alt ist, kennt. Ich finde überhaupt unser Umgang mit unseren Helden etwas befremdlich. Ich finde, mir ging das mit Uli Hoeneß auch schon so. Jetzt weiß ich, dass Uli Hoeneß eine Figur ist, die sehr spaltet. Mir ging das bei Franz Beckenbauer so. Ich fand unseren Umgang mit Franz Beckenbauer auch nicht okay. Mir ging das mit Jan Ullrich ähnlich. Ich finde, und ich frage mich manchmal, woran das liegt. Ich habe langsam den Verdacht, dass wir dazu neigen, zu vergessen, dass auch Stars Menschen sind. Und man muss darüber, dieser Knast in Wandsworth, das muss man sich mal vorstellen, der ist unterirdisch. Kein deutsches Gefängnis würde solche Zustände dulden. Diese Gefängnisse in England sind zum Teil aus dem 19. Jahrhundert. Der hat eine Kloschüssel im Raum. Da kann er nicht einmal einen Vorhang zuziehen. Ich finde es unmöglich. Sind die Deutschen so viel luxuriöser? Sehr viel luxuriöser. Und ich noch mal kurz zur Einordnung. Kann ich nicht bestätigen. Er hat etwas, das zu seinen Delikten gehörte, interessanterweise etwas Hochanständiges. Er hat nämlich versucht, seiner Mutter das Haus zu bewahren. Eines der Vermögenswerte, die er versteckt hat, war dieses Haus in Lyman, wo seine Mutter drin wohnt. Das hat er versteckt. Aber das hätte er vielleicht auch niemals beleihen dürfen. Aber ich möchte trotzdem daran erinnern, wie gesagt, das Motiv seiner Mutter, seiner alten Mutter, davor zu bewahren, dass sie ihr Haus verliert und irgendwie als alte Dame plötzlich auf der Straße landet, ist jetzt erstmal etwas, das spricht für mildernde Umstände nach meinem Dafürhalten. Also ich finde, mich stört die Häme und ich habe hohen Respekt vor Boris Becker. Und ich muss sagen, unsere Leser haben ein sehr, sehr gutes Gespür dafür. Wir haben heute in der Bild eine ganze Seite gemacht mit Leserbriefen und ich muss sagen, ich bin begeistert von unseren Lesern, nicht immer von unserer eigenen redaktionellen Leistung, wenn wir diese Schlagzeilen haben, aber unsere Leser. Vorlesen und dann geht's aber in die Diskussion. Lieber Boris, das Wichtigste, sagt Rainer Buckel aus Neufahren in Bayern. Lieber Boris, das Wichtigste nach einer Niederlage, egal ob beim Poker, Tennis oder im Leben, ist es wieder aufzustehen, weiterzukämpfen und an sein Comeback zu glauben. Viel Kraft dafür, du schaffst das. Das ist, finde ich, man sieht, dass unsere Leser da ein ganz gesundes Gespür haben. Okay, Klaus. Habe ich ein bisschen. Also erstmal finde ich es toll, dass man sich über die Schlagzeile auch ärgern kann. Ich habe mich über die Schlagzeile gefreut, weil sie nämlich was Geniales tut. Ich habe die gar nicht als Häme empfunden, sondern sie ersetzt ja das Wort Sieg durch das Wort Knast. Und das sind die beiden Pole in der Karriere von Boris Becker. Also nachgerade ist in dieser genialischen Zeile. Das heißt, du warst in der Konferenz dabei. Du bist verantwortlich für diese Zeile. Es ist in dieser genialischen Zeile, ist quasi Boris Beckers Leben einmal in seiner ganzen Tragik, in seiner ganzen Höhe und Tiefe gefasst. Das aber sozusagen fast nur in Klammern. Ich bin natürlich gegen Häme, aber ich bin schon dafür, dass Straftäter ihrer gerechten Strafe zugeführt werden müssen. Und deshalb sind auch manche der Beispiele, die du genannt hast, von Prominenten und im Umgang mit Prominenten nicht ganz wirklich eine Reihe. Also Uli Hoeneß, Straftäter.
Boris Becker Straftäter. Bei Jan Ullrich erinnere ich mich an keine Straftat. Ja, ist sozusagen eher in, moralisch. In menschliche Situationen reingekommen. Klar, er hat betrogen beim Radfahren. Er hat betrogen beim Radfahren, aber das ist irgendwie was anderes. Ich glaube, dass, also ich liebe deinen Impuls und dass wir uns immer fragen müssen, wie gehen wir mit diesen Instanzen, mit dem Kulturgut um? Ich finde aber beim Strafrecht ist eine Grenze. Und jetzt kommt der Punkt, den ich fühle dabei. Ich sehe ihn auch nicht gerechterweise in diesem Gefängnis. Also, weil ich sehe ihn auch übrigens nicht in dem Fünf-Sterne-Hotel. Sondern irgendwo es ist schon, dazwischen. Es ist schon, ich sehe ihn auch nicht mit Fußfesseln, was diskutiert worden ist. Warum? Also das Strafmaß ist nur 2,5 Jahre und da wird er 15 Monate davon in einem Gefängnis sein. Und dann kann er mal nachdenken, warum er so bummelig, so dusselig, so trottelig oder so vorsätzlich war, wie das Gericht ihm sozusagen nachgewiesen hat. Da ist eine Grenze. Und die zu verwässern durch zu viel, ich habe ja so eine leichte ironische Zuspitzung schon erkannt in deiner These, aber die zu verwässern an der Stelle mit zu viel Kult und damit auch eine Straftat zu relativieren, finde ich schwierig, dass jemand 2,5 Jahre kriegt, weil er im großen Stil, muss man zugeben, aber ein Gelddelikt begangen hat. Und wir manchmal Menschen sehen, die anderen Menschen körperlich was antun, die nicht 2,5 Jahre ins Gefängnis müssen. Das stört mich, ist aber leider ein alter Gegenstand in der Auseinandersetzung mit dem Rechtssystem, dass Vergehen oder Taten gegen das Eigentum in der Tendenz brutaler bestraft werden als Körperverletzungen etc. Das stört mich daran eher. Jetzt eröffne ich mal die Diskussion, aber bitte um etwas kürzere Antworten, sonst schaffen wir heute nicht mehr alle. Herr Fuchs zuerst und dann auch Sie, Herr Bacsa-Multari. Ist Boris Becker nun ein Held oder ein Verbrecher? Sitzt er zu Recht im Knast? Wie sind Ihre Empfindungen? Ich würde sagen, es ist ein gefallener Held. Also ich teile völlig ihre Wut da und ihre Emotionen gegen diese Häme. Ja, also dass man dann noch emotional nachtritt und dass die gleichen, die ihn vorher in den Himmel geschossen haben, jetzt sich über ihn eifern, ihn verdammen, so, das ist mir alles viel zu viel Überschuss. Aber ich glaube, es gibt einen Punkt, den Sie gemacht haben, Herr Strunz, man kann ihn nicht aus seiner Verantwortung entlassen. Ja, und er ist für sein Leben und für sein Handeln verantwortlich, wie jeder andere Bürger und Bürgerin auch. Und die Tatsache, dass er ein nationaler Heros war, dass die Nation ihm zu Füßen lag und er ein Tennisgenie war, kann ihn davon nicht entlasten. Ob jetzt die Strafe, ich habe diesen Prozess nicht verfolgt, ich bin jetzt zufällig in diese Runde hier geraten. Ganz zufällig ist es ja. Sagen, ob die Strafe zu hart oder anders, das kann ich gar nicht sagen, beurteilen. Aber ich glaube, dass er eben auch zu den, ein bisschen auch wie Jan Ullrich gehört, die mit weder dem Ruhm noch dem Reichtum wirklich klar kommen wollen. Dann kommen wir einmal noch zu Herrn Bacsa-Multari. Ich muss nur kurz antworten. Es gibt ja viele Stars, um jetzt mal die Häme auszuweiten. Ja? Zum Beispiel die Sängerin Nena, die wird ja auch mit Häme überschüttet. Ihre Songs dürfen nicht mehr oder bei vielen Radiostationen nicht mehr laufen. Wie sehen Sie das denn insgesamt, den Umgang mit Prominenten in Deutschland? Mhm. Ob wir hämisch sind? Mhm. Ja, wir sind ja auch ein Neidkulturvolk, also durch und durch. Also das ist leider eine der negativsten Eigenschaften der Deutschen. Man gönnt anderen den Erfolg nicht. Das ist, ich bin öfter im Jahr in Los Angeles, mein Mann lebt dort und da geht man ganz anders mit um. Das ist auch sehr protzig und sehr neureich für europäische Verhältnisse. Aber mir ist das sympathischer, wenn Leute Erfolg haben. In den USA auch sehr oft self-made, gerade in Los Angeles, wo man sich neu erfindet, wenn man da hinzieht und selbst was erreicht. Warum soll man es nicht zeigen? Ich möchte nicht in einem weißen Rolls-Royce mit roten Ledersitzen durch die Gegend fahren, aber wenn man das möchte, dann soll man das tun. Die Deutschen sind da wahrscheinlich besonders hämisch, wobei ich sagen muss, also bei Boris Becker, so hart und so böse wie die britische Yellow Press sozusagen mit ihren eigenen Stars umgeht, da hat es Boris Becker bei uns noch gut getroffen. Da ist nur das Sentiment der Leute irgendwie ein bisschen anders. Aber gutes abschließendes Statement. Wir sind nämlich schon am